Hallöchen Leute, damit herzlich willkommen zurück zu Ihr guckt mir zu, wie ich mich von Snatcher quälen lasse. Oder besser bekannt unter Ahead in Time. Wir machen weiter und wie man hier schon sehen kann, gab es anscheinend ein Update das letzte Mal. Oder seit dem letzten Mal, seitdem ich aufgenommen habe. Und zwar hatten wir im Dead Bird Studio ja ein bisschen mehr Missionen schon geschafft. Aber ich glaube, die wurden jetzt einfach weiter nach hinten geschoben. Ich hoffe einfach mal, dass trotzdem mein Spielfortschritt gespeichert geblieben ist. Ich glaube, ich habe auf jeden Fall keine Stempel verloren. Ich habe immer noch 39 von 111. Ich glaube, ich hatte 39 davor. Was so viel bedeutet, wie eigentlich dürften die Missionen, sobald wir sie dann freischalten, schon geschafft sein. Ich bin mir nicht sicher. Wir werden uns da wohl heute einfach überzeugen lassen müssen, dass das funktioniert. Und deswegen machen wir heute auch einfach weiter mit The Great Big Hootenanny. Das ist die Big Parade Mission, nur dieses Mal mit, einer ganze Menge Eulen. Ihr wusst, ich denke, ihr erinnert euch noch dran, war auch eine coole Mission, wo man ja verfolgt wurde von verdammt vielen Eulen. Damals schon, ich glaube 7 Stück oder so. Nur dieses Mal sind es noch ein paar mehr. It looks like you've gained a lot of following. Ja, nix wie rein da. Das, was ich mir für den Part heute vorgenommen habe. Mal gucken, ob es gut läuft. Wenn man sich gut anstellt in der Mission, kann man sie sogar recht schnell beenden. Deswegen mal gucken, wie ich mich anstelle und wie es läuft. Und vielleicht crasht das Spiel jetzt nicht. Ich habe nämlich gerade schon mal die Aufnahme gestartet, dann ist das Spiel gecrashed. Das hat super funktioniert. Eine gute Sache bei dieser Mission gibt es aber. Und zwar kann man den Zeitstopphut verwenden. Und glaubt mir, Leute, ich werde darauf zurückgreifen. Ich habe darauf sowas von keinen Bock, dass ich jetzt hier mich wieder zu Tode folter. Lass mal loslegen mit der Mission. Den Text kennen wir ja bereits. Das ist einfach der Standardtext aus der Standardmission. Deswegen skippe ich den ja auch weg. Lasst euch da nicht verwirren. Und dann kann ich gleich wieder hier meinen Zeitstopphut auswählen. Und da ist meine neue Big Parade. Meine neue Parade, die mir gleich folgen wird. Alle. Zu den zwei Bonusmissionen. Wir müssen nicht nur die Big Parade abschließen. Nein, wir dürfen uns nullmal. Ja, Snatcher, ist okay. Wir dürfen uns nullmal treffen lassen von der Parade, die uns ja verfolgt. Das heißt, wir dürfen nie zu langsam sein oder wieder in die Parade reinrennen. Ne? Ist ja eine lange Parade, die uns hinterher rennt. Deswegen kann gut sein, dass wir hier und da wieder mal auf die Parade treffen. Und die zweite Mission ist, dass wir alle DJ Grooves Marken einsammeln müssen, bevor sie ablaufen. Es spawnen ja hier und da dann immer wieder ein paar DJ Grooves Marken und die müssen wir alle bekommen. Wie gesagt, wenn es gut läuft, dann kann man das tatsächlich im First Try oder Second Try oder Third Try hinkriegen. Wenn es extrem scheiße läuft, ja, dann weiß ich nicht, dann sitzen wir da länger dran. Das sind so die wunderbaren Sachen. Und jetzt bitte ich mich wieder zu entschuldigen, dass ich mich jetzt wieder ein bisschen auf das Spiel konzentrieren muss. Ein bisschen vorsichtig muss man hier auch sein, weil hier ist tatsächlich ein Pinguin dabei, der am Anfang auf dem Hochhaus nicht zu sehen ist. Das verwirrt einen mega. So, und hier aktiviere ich einfach immer wieder meinen Zeitstopphut. Das ist das Beste, was man machen kann. Ein bisschen aufpassen muss man halt wirklich tatsächlich, weil es kann recht leicht passieren, dass man einfach runterfällt. Und wenn man runterfällt, ja, man hat nicht so viele Leben, wie man vorerst denkt. So, und dann gibt es natürlich noch die wunderschönen Bonusaufgaben, wo ich tatsächlich gerade recht richtig stehe. Man muss tatsächlich nur zweimal draufschlagen hier, um die Sachen zu aktivieren. Und ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, dass diese Seile, über die man ja hier springen kann. Oh, der ist jetzt mega ekelhaft. Der ist richtig ekelhaft. Ja, der ist... Alter, ja, richtig gut. Ich weiß nicht, wie ich den einsammeln soll. Jetzt sind die alle da drüben. Okay, das war, ich würde spontan sagen, ein kleines bisschen gestört, dass das funktioniert hat, aber ich bin zufrieden. Ich bin zufrieden, dass diese Sache gut ausging und wir nicht direkt aufhören können. Ich möchte nämlich tatsächlich beide Missionen auf einmal schaffen. Das bedeutet, sollte ich einmal DJ Grooves Marke verkacken oder mich von der Parade treffen lassen, dann gibt es instant ein Reset. Und da scheue ich tatsächlich auch nicht zurück, das zu machen. Ist mir... Ah, scheiße. Aktiviere den Zeitstopphut.
Den würde ich euch tatsächlich hier empfehlen, wenn ihr diese Sachen aktiviert. Ah, und dann immer diese Cutscenes, die einen einfach mittendrin unterbrechen. Das ist so ekelhaft. Okay, diesmal ging es zum Glück noch recht gut aus. Das kann tatsächlich auch recht scheiße ausgehen, dass man wirklich dumm unterbrochen wird. Oh Gott, da wird gleich eine DJ Grooves Marke ablaufen. Deswegen mal so oft wie es geht den Zeitstopphut aktivieren. Badam bam bam bada. Badam bam 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 bada. Und das Haus steht gleich in Flammen und das Haus steht auch in Flammen gleich. Das ist so ein bisschen auch das große Problem am Ende, dass einfach alles in Flammen steht. Jedes scheiß Haus. Oder so gut wie jedes scheiß Haus. Und man deswegen sich ein bisschen konzentrieren muss, wo man denn jetzt noch lang gehen kann. Weil natürlich die Parade, sie bleibt nicht stehen. Sie bleibt nicht stehen. Aber fürs Erste ein relativ guter Run, würde ich sagen. Aber die Folter geht ja gleich erst los. Da bin ich kacke gesprungen. Hat aber funktioniert, wurde nicht bestraft. Finde ich gut. Gut, da bin ich auch hochgekommen. Dann gehen wir mal hier zu DJ Grooves rüber. Springen wir von ihm ab. Und hier rüber. Die kriege ich auch noch, die Marke. Das ist nicht das Problem. So, aber jetzt kommt das Problem. Denn jetzt aktivieren sich die Feuerwerksraketen. Da wurde ich gut begrüßt. Da wurde ich sehr gut begrüßt. Das meine ich mit den... dass man nicht so viele Leben hat, wie man vorerst sich eigentlich denkt. Weil es sieht halt wirklich aus, als hätte man genug Leben in der Mission. Aber wenn hier überall die Raketen fliegen, dann hast du gar nicht so viele Leben. Gut. Haben wir. Ich muss darüber. Deswegen kurz Zeit stoppen, damit mich das hier nicht erwischt. Wenn das gleich in Flammen ist und hier hoch und wir aktivieren das. Oh. Okay, eine schwierige Phase haben wir noch. Und ich darf natürlich keine DJ Grooves Marke verpassen. Aber wie gesagt, eine schwierige Phase haben wir noch. Natürlich, die Raketen existieren immer noch. Und das Schlimme ist halt, wenn jetzt die Zeit ausläuft. Jedes Mal wirst du mit derselben Kamera rausgelassen. Nur jetzt, wenn das Timepiece spawnt, wirst du mit einer komplett anderen Kamera rausgelassen. Wo du dir so denkst, nein, warum? Es hat davor auch so gut funktioniert. Wieso jetzt? Sondern jetzt bloß nicht hier treffen lassen. Von der Big Parade. Badam, bam, bam, badam. Oh Gott, nein. Richtig unpassend. Aktivier und hol es dir. Da ist keine DJ Grooves Marke mehr gespawnt in letzter Zeit. Wir haben es tatsächlich First Try gemeistert. Mit allen Bonusaufgaben. Wenn ich dafür nicht einen Daumen hoch kriege, dann weiß ich auch nicht. Oh boy. Geil. Da saß ich privat ein bisschen länger dran beim Üben. Das sah sehr, sehr gut aus. Nice. So gefällt mir das. Oh, wie sieht's aus? Wurde das gespeichert? Muss. Muss. Oh yeah, es wurde gespeichert. Sehr schön. So gefällt mir das. Dann würde ich tatsächlich sagen... packe ich in dem Part noch die Rift Collapse Dead Bird Studio rein. Ja, das dürfte vielleicht gehen. Mal gucken. Was mache ich jetzt hier zuerst? Ich glaube, ich mache zuerst... Oh shit, das ist ja... das ist der Speedrun. Deswegen muss ich hier wieder ein paar Sachen ausrüsten, ein paar andere, damit wir da natürlich besser vorankommen in einem Speedrun. Bei meinen jetzigen Ausrüstungen bin ich natürlich nicht vorbereitet auf einen Speedrun. So. Ich glaube, wir versuchen einfach mal vorerst ans Ende zu kommen, denn wir haben hier ja nur drei Leben. Und ich glaube, diese Bedingung mit den nur drei Leben geht... das war gut. Geht weg, sobald man die Mission... einmal gemeistert hat. Da bin ich super auf die Kamera gesprungen. So, ich glaube, hier im ersten Bereich habe ich natürlich auch schon wieder privat geübt, die Mission. Ist es recht praktisch, wenn man alles mitnimmt. So gut wie alles. Ich bin mir nicht sicher. War hier noch was? Nein. Okay, gut, dann gehen wir weiter. Jetzt muss ich natürlich auch mir wieder verinnerlichen, wo die ganzen Sachen waren. So, hier war es nicht falsch, da lang zu düsen für den Anfang, damit man sich erstmal das hier holen kann. Ich habe doch noch den Magneten ausgerüstet, oder?
Ja, habe ich noch. Okay. Der Magnet ist nämlich hier auch eine relativ wichtige Fähigkeit. So. Dann musste man darüber. Ja, hier ist es halt wieder dieses dumme, lern die Route auswendig, ansonsten hast du verkackt. Das ist halt keine schöne Sache. So, und hier denkt man sich jetzt, ach, jetzt muss ich hier wieder ganz runterspringen. Aber nein, muss man tatsächlich gar nicht, weil man kann hier einen Zwischenstopp. Und jetzt sehe ich gerade, ich muss auch noch das hier ausrüsten. Ich glaube, es funktioniert aber nicht. Nee, wir machen das jetzt. Ah, nee. Oder? Nee, alle Rift-Dinger mitnehmen wäre jetzt eine extrem dumme Sache. Vor allen Dingen, weil ich zu einem nicht mal mehr wirklich hinkomme. Wir gehen jetzt einfach weiter. Versuchen hier, wie gesagt, den Speedrun. So. Aber selbst der Speedrun wird jetzt schon schwierig, weil ihr seht. Kriegst du nicht? Hier kann ich auch hoch. Da ist, nee, da ist keines oben. Ich dachte, da wäre eins oben. Weil wir müssen es ja in 30 Sekunden schaffen. Das ist ja immer dieselbe Mission hier. 30 Seks? Nee. Sind tatsächlich schon rum. Auf der Uhr. Also ich muss schneller werden beim nächsten Mal. Aber ich glaube, ich kann jetzt einfach weiter. Wir haben genug. Und damit wären wir eh schon durch. Jetzt muss ich nur noch hier rüber und das Teil hier aufschlagen. Also wir schaffen es auf jeden Fall, die Mission. Aber ohne eine Bonusaufgabe. Aber das war ja jetzt gerade eh nicht mein Ziel, dass ich hier eine Bonusaufgabe meister. Sondern, dass wir einfach mal durchkommen. Damit ich diese Bonus, also diese Bedingung mit den drei Leben weg habe, weil ansonsten müssen wir, wenn ich dreimal verkackt habe in der Mission, 5 Minuten warten, bis ich sie wieder spielen kann. Ich hoffe mal, dass das jetzt weg ist. Ich weiß es aber nicht. So, und damit öffnet sich die wohl schlimmste Mission von allen wieder für diese Welt. Aber wir machen zuerst das hier und tatsächlich die Bedingung mit den 5 Leben ist weg. Dafür gibt es die Metallfarbe. Dafür, dass wir das geschafft haben. Damit sind wir nun Metalhead Girl aus Super Mario 64. Soll das natürlich eine Anlehnung sein. Auch ein relativ cooles Kostüm, muss ich gestehen. Also mir gefällt's. Es ist eine witzige Anlehnung. Wird trotzdem damit nicht freiwillig rumrennen. Wir machen jetzt trotzdem mal den restlichen Part damit. Weil, hey, warum nicht? So, und dann versuchen wir jetzt hier 30 Sekunden übrig zu haben am Ende. Da muss natürlich alles sitzen. Da muss natürlich alles sitzen. Deswegen hoffe ich mal, dass ich mich jetzt nicht allzu blöd anstelle. Da hinten glitzert auch was. Aber das gehört nicht dazu. So, hier ist es halt ganz, ganz wichtig, dass man da rüber zuerst geht. Dann von da, darüber. So, und wenn ich jetzt von hier aus hier rüber gehe, dann sparen wir uns damit ein bisschen Zeit. Ich glaube aber, ich hätte einen Pon mehr gebraucht, damit ich jetzt hier einen weniger mitnehmen muss. Ich bin mir gerade nicht sicher. Deswegen, wir versuchen es jetzt einfach mal so weiter. Aber ich glaube, ich muss jetzt hier einen mehr mitnehmen. Ich glaube, es waren 4 Stück, die ich hier gebraucht habe, um in den nächsten Screen zu kommen. Deswegen holen wir uns einfach mal den hier, weil der ist eh recht leicht zu bekommen, wenn man hier weiß, dass man hier wieder hoch kann. So. Ja, da kann man, glaube ich, sogar auch instant rüber. Ja, und auch das kostet natürlich Zeit, hier rüber zu gehen. So, mit dem Sandsack bin ich recht schnell wieder hier hochgekommen. Und wir haben noch genug Zeit. Ich glaube, hier waren es auch ebenfalls nur 4 Stück, die ich da mitnehmen muss. Deswegen nicht so wild. So, du kriegst mich nicht. Jetzt wissen wir ja, dass da oben nichts ist. So, wunderbar. Ihr kriegt mich auch nicht. Hier haben wir einen. Jetzt gucken wir nach. Ja, es hat sich geöffnet. Der Soundeffekt, dass es offen ist, hat sich hören lassen. Und wir haben noch ganze 60 Sekunden, um das Zeitpiece zu befreien. Also mit dieser Route, oder allgemein die Mission, ist nicht wirklich schwierig. Man muss halt nur eine Route haben. Man muss nur wissen, wo sich alles befindet. Und schon kriegt man das ohne Probleme hin. Ihr seht's ja. Rams die Dams. Sehr schön.
Ja, das ist tatsächlich ein sehr erfolgreicher Part wieder mal, würde ich meinen. Wir kommen gut voran. Ich hätte nicht gedacht, dass ich in der Big Parade so gut bin. Wirklich nicht. Na dann. Eine Mission kriegen wir noch hin. Beziehungsweise die zweite Bonusaufgabe hier. Bisschen schade, dass ich keine von beiden gelöst habe instant. Deswegen müssen wir die Mission halt jetzt dreimal sehen. Aber hey, ich glaube mittlerweile seid ihr es gewohnt, dass man hier öfter Sachen sieht. Ich bin auch ein bisschen am überlegen. Die Klicks gehen ein bisschen zurück, was das Projekt betrifft. Und ja, ne, wenn es euch noch gefällt, dann bitte ich euch doch um einen Daumen hoch, um mir zu zeigen, dass immer noch Interesse da ist für das Projekt. Das wäre eine sehr, sehr geile Sache, wenn ihr das machen könntet. Hilft ja auch am Kanalwachstum, ne? Wenn euch irgendwas gefällt, dann scheut euch nicht daran, einfach mal runter zu scrollen auf YouTube und dem Partner ein Like zu geben. Denn desto mehr Likes ein Part hat, desto weiter oben wird er in der YouTube-Suche angezeigt, desto eher schlägt YouTube anderen Leuten Videos vor. Und das hilft natürlich einem YouTuber ungemein, an Wachstum zu generieren für den Kanal. Nicht, dass ich mit meiner Community nicht zufrieden wäre. Ach, versteht mich nicht falsch, ich mag euch alle. Ihr seid toll, Leute. Ich hab euch alle ganz doll lieb. Ohne euch wäre ich jetzt nicht so weit, wie ich bin. Ne, ihr wisst Bescheid. Aber trotzdem, ne, jeder YouTuber ist nun mal, genauso wie jedes Unternehmen, auf Gewinnmaximierung ausgerichtet. Ah, da springt der BWLer wieder in mir durch. Ich habe ja in meiner Schule Betriebswirtschaft. Und ja, jeder ist auf Gewinn ausgerichtet. Und jeder möchte nur Plus machen. Aber hier muss die Community halt mithelfen auf YouTube. Im Unternehmen, ja, muss auch ein bisschen die Community mithelfen, ne? Je eher oder je bekannter ein Unternehmen ist. Ist da oben echt kein Pon? Ich dachte, da wäre einer. Ah ne, das ist der hier. Okay. Ja, das hat natürlich jetzt ein bisschen Zeit gekostet, aber wir kriegen es locker hin. Ich brauche ja jetzt nur noch einen Pon. So, und der ist da drüben. Der ist natürlich ganz schön weit weg. Aber nicht so wild und wir sind durch. Beziehungsweise müssen das hier noch knacken. Ich glaube, man kann ja auch beide Missionen locker gemeinsam beenden. Ganz bestimmt. Wenn man hier mal guckt. Ich stelle mich auch immer mega dumm an beim Öffnen von diesem, was auch immer das ist, ein Rift. So ein Zeitreise-Kugelball-Dingsbums-Gedöns. Stelle ich mich immer mega blöd an beim Öffnen. Wenn man das ein bisschen schneller aufkriegt, kann ich mir gut vorstellen, dass man hier beide Bonusmissionen sogar auf einmal lösen kann. So, das soll es aber für den Part gewesen sein. Wir haben jetzt eh die letzten Tage, glaube ich, mega lange Parts gehabt. Und deswegen, ja, machen wir den heute mal ein bisschen kürzer. Ihr habt wunderschöne zwei Missionen geschafft. Ich hätte nicht gedacht, dass wir zwei Missionen heute hinkriegen in dem Part. Nächstes Mal machen wir uns auf die Mission Zero Jumps. Dort müssen wir Timepieces collecten, ohne zu springen. Und das 4 Stück an der Zahl wird eine mega witzige Kerze. Würde mich freuen, wenn ihr da auch wieder einschaltet. Und dann, ja, nähern wir uns langsam aber sicher auch schon dem Ende von dem Dead Bird Studio, Welt Nummer 2. Und ich glaube, beim Bosskampf werde ich eine kleine Sache ansprechen, die, bei der ihr mir hoffentlich nicht böse seid. Sagen wir es mal so, denn Welt 3 ist einfach abnormal. Und ich möchte ja, dass dieses Projekt irgendwann endet. Gut, ja. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Vergesst den Daumen hoch nicht, ne? Ich hab's ja angesprochen. Wäre eine nette Geste, wenn es euch gefallen hat und ihr habt das Video bis hierhin geguckt, also wird's euch hoffentlich gefallen haben. Ja, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss, euer Ultra.